Der Zellersee dürfte wohl der älteste Wintersportplatz im Pinzgau sein. Flugmaschinen findet das erstaunte Publikum jedoch erst in unserem Jahrhundert. Nun, hier wartet alles auf den Start eines Rennens. Welches? Eines Motorradrennens. Im Schlepptau ein Skifahrer. Also Skijöring haben wir zu erwarten. Übrigens, es ist Februar und wir schreiben das Jahr 1957. Ein Meerspartenbetrieb offensichtlich. Jetzt darf er daneben sitzen, der Skifahrer. Und der nächste Bewerb. Die Teilnehmer heißen Porsche, Mercedes oder DKW. Und ein Rennwagen darf auch mitmachen. Den Porsche dürfen wir uns länger anschauen. Schließlich ist es ja auch das Porsche-Gedächtnisrennen. Schon wieder zu Ende. Sieger wird wieder einmal der berühmte einarmige Pilot Otto Mathé. Autos in der ZIP, Pferde in der Wochenschau. 112 Pferde am Start des internationalen Gasselfahrens auf dem Zellersee. Die 8 Rennen nehmen einen glanzvollen Verlauf. Pferde aus Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Tirol beherrschen das Riesenfeld. Leichtfüßig und elegant gehen die Traber auf dem Eis des verschneiten Sees. Aber nicht nur Traber, die aus dem Reich des Rennsports kommen, auch schwere Haflinger treten an. Im wilden Galopp mit einem Skiläufer im Schlepptau. Das Eis bebt, aber es hält. Ein einmalig schönes Bild, das findet auch er. Die 3500 Zuschauer sind begeistert. Die Siegerehrung nimmt Miss Zell am See vor.